Nehmen. So, meine Freunde, und jetzt heißt es auch mal für euch auf YouTube, jetzt geht's los. Wir haben ein bisschen verspätet gestartet und auch auf Twitch sind wir jetzt halt voll dabei und ja, gerade immer noch so ein bisschen random Talk, kann man sagen. Was machst du? Was? Was machst du? Invalid-Passwort? Ich hab... Sag mal, weißt du zufällig, wie man den das Admin-Zugriffzeug auf... Da startet auf den Server? Ich kann jetzt mal... Admin-Passwort ist alles richtig eingestellt. Timeout, leck mich doch am Arsch. Hallo, kann kein Timeout sein. Ich bin direkt mit dem Server verbunden. Da unten, hier steht der Server, hier steht mein Rechner. Die sind so viel auseinander. Und da ist der Splitter. Und da ist der Router. Die sind mit dem Gigabit verbunden. Timeout. Zu langsame Verbindung. Echt jetzt? Hast du ein Timeout? Ja. Nein. Wollte mich schon wundern. Ich hab hier im Netzwerk habe ich ja Gigabit-Verbindung. Und nach außen auch eigentlich genug. Bleiben wir es mal bei genug. Die 128kK-Leitung dürfte reichen. Aber 25 Upload. Na komm schon. Oh, wir sind da. Hä? Bin angekommen. Du bist angekommen? Wo? Ja. Oh, du musst dir morgen meinen Vlog ansehen. Da habe ich einen Anschlag auf dich vor. Ja. Oje. Einen ganz bösen Anschlag sogar. Oje. Oh, also wohnst du Richtung Skigebiet mehr so oder eher nicht? Hast du ein Skigebiet bei dir in der Nähe? Nee. Nicht? Gibt's da Hotels? Nee. Bei mir in der Nähe auch nicht so nah. Gibt auch keine Hotels bei dir in der Nähe? Ich hab auch ein Timeout. Schlecht, dass du ein Timeout hast. Nicht so gut. Unable to connect. Connection Failure. Also jetzt geht es mit Arc schon wieder los. Kann doch nicht wahr sein. Ganz ruhig, ganz ruhig. Kann doch jetzt nicht wünsche ich mir, dass ich den Stream noch offen habe. Jetzt hast du ihn zu. Du kannst. 15 Sekunden habe ich ein Delay drin. 15 Sekunden. Musst dich jetzt einmal beeilen. Nee, das schon. Was soll ich nochmal für dich extra nochmal machen? Also bei dir gibt's nicht mal Hotels in der Nähe, das ist scheiße. Nee, weil ich weiß halt nicht. Ich weiß, dass es viele Heurigen gibt. Ha? Ich bin am ländlicheren Tal. Was du willst. Scheiße. Aber warte, habe ich dir den anzogen? Gute Frage, wie komme ich dann zu dir? Wo schlafe ich dann? Hey, wo liegst du? Ich habe keine Ahnung. Du hast dich bewegt. Ja, ich da unten steht Snapshot 16. Mehr machst du. Du stehst da oben schon. Ich stehe schon. Ja, okay, ich habe ihn dir angezogen. Finde ich gut. Jetzt liegst du wieder. Ja. Connection Timeout, das kann doch nicht sein. Hallo, ich gehe über LAN hier rein. Das ist eine fucking Gigabit-Verbindung. Alter, das kann doch nicht sein. Das kann doch nicht wahr sein. Das ist, weil meine Freundin da unten, ich habe den Splitter, der ist, die muss den scheiß Splitter auch jedes Mal ausstecken. Da unten jedes Mal, der ist an so einer 8-fach-Steckdose dran. Weil ich gerade keine andere mehr da habe und die muss jedes Mal die fucking Steckdose ausstecken. Vorhin habe ich den Server gestartet, sagt er. Steckdose ausstecken? Steckdose ausschalten. Die Verlängerung Steckdose. Ja, wenn du on bist, kannst du mir gleich mal helfen, die ganzen Sachen da auszuräumen aus dem Säbelzahn. Ja, schau mal erstmal, ob ich überhaupt reinkomme. Kotzt mich schon wieder an, ey. Ich glaube, die Folge heißt Rage 2.0. Den Säbelzahn kannst du dir noch aussuchen, also ich habe nur einen besetzt für mich. Kriege ich einen Raptor? Du hast doch einen Raptor. Ich hab einen Raptor? Solltest noch einen haben? Ja, du hast noch einen. Der steht im Gehege und heißt Crocs Raptor. Wir haben noch einen Raptor und dann haben wir noch Timos Raptor und den Raptor von Natascha. Ich bin da! Ich bin da! Ich bin da! Warum schaut dann alles so scheiße aus? Der ist
Das Kühlschrank 2.0 fungiert. Also Arc Leck kann mich verlangsam echt ein wenig am Arsch lecken. Jetzt schaut das alles so scheiße aus, gerade bei mir wieder. Guck mal auf deinen Kopf. Ich hab doch nichts auf Low gestellt. Ja, vielleicht wird es automatisch nach den Updates immer erkannt oder so. Also wenn er mal gerade, wenn die er doch mal... Performance ist. Ja, ich glaube nicht, dass der meine Grafikkarte auf Low stellt. Beste Keine Ahnung. Jedenfalls, guck mal auf deinen Kopf. Geh mal ins Inventar. Da ist nichts auf meinem Kopf. Ne? Nein. Doch, der Helm. Wollte man nicht mal rausscrollen und dann war mal weg? Aber du kannst dich auch einfach auf einen Dino setzen, dann siehst du es auch. Ah, Rexbone Helmet. Ja, mhm. ich habe natürlich auch warum habe ich denn schon wieder 20 Engrams? Okay. Und so wenig Leben. Egal, komm einfach mal hier ran. Haben wir Fleisch? Sollten wir haben, ja. Fertiges Fleisch. Da hinten im Preserving, da ist auch kein fertiges mehr drin. Ich habe eine Shotgun. Ja, Simple Shotgun Munition. Hab ich nicht viel Munition gemacht noch. Warum habe ich so fucking viele Pfeile? Ich hab dir welche reingesteckt, weil ich die nicht mehr tragen wollte. 242 Pfeile? Ja, ich hab die ja nicht crafted. Die Säbelzahntiger kriegen die von den ganzen T-Rex und dem ganzen Dreck davon. Die ganzen Betten sind kaputt, Alter. Kaputt? Kaputt. Nee, da ist rohes Fleisch drin. Ja, hab ich auch grad gemerkt. Ich brauche auf jeden Fall mal Fleisch, weil ich habe ein bisschen Hunger. Das ist ja Kühlschrank. Ja, du kannst doch einfach in meinen Raptor schauen, wenn du noch Fleisch brauchst. Ja, ich nehme einfach einen Kühlschrank. Wenn du Items aller Art suchst, schaust du mal in den Stego. Stego hat in welchen Stego? Alles. Ja, ich sehe es gerade, Schildkröte hat auch so ziemlich alles ein bisschen. Ja, der Dings hat nur noch ein bisschen mehr, der Stego. Ach ja, und ich hab ein bisschen Farbe dazugegeben, guck mal. Warte mal kurz, muss mich jetzt erstmal ein bisschen versorgen. Holz habe ich auch, 2. Ich wundere mich gerade, warum ich nichts höre. Warte mal kurz, Options. Apply. Jetzt, es war so still hier auf einmal. Eieieiei. So. Nein. Guck mal, ich hab's ein bisschen gefärbt. Meine ist noch silbrig. Hast du blau gemacht? Nee, lila. Lila. Meine Freundin hat einfach die Farben so fertig gehabt und ich war's voll, dass ich mir selber welche mache. Pass auf, ich werde jetzt hier mal unsere... Ah, noch T-Rex-Arme, stimmt. Das Öl, Stein, Silizium, ein Raptor-Ei. Ein Trike-Ei, also wir haben Kreatin, Leder, Agentavis. Okay. Farbe. Was haben wir 20-fach? Agentavis, Clown. Oh, guck mal, da ist Megalodon-Zähne. Einmal einen Sauropoden-Wirbel. Sag mal, wie viel Chitin? Wie viel Chitin haben wir? Warum sind da so viele Äxte drin? Wo? Oh. Bei Stuff, wo eigentlich alles reinkommt, nur nicht Halszeug, eine Metallaxt. Dein Pfeil. Alter, was hast du gemacht? Ja, die. Ja, guck mal in den Stego, komm mal mit. Alter! Okay. Komm einfach mal mit. Jetzt muss komm ich erstmal aufräumen. Nee, jetzt muss ich jetzt erstmal aufräumen. Okay. Du kannst den Stego auch gleich mit aufräumen, wenn du willst. Jetzt muss ich mich erstmal selbst aufräumen. Ich habe auch so viel Scheiße drin, die da gar nicht hergehört. Ich habe dir einfach mal Pfeile gegeben. Ich dachte, du hast vielleicht keine mehr. Ach du Scheiße. Ach so, ja. Nicht gerade den falschen Film? Warum?
Du hast. Ja, ein bisschen hast du übertrieben mit dem Zeug, oder? Ein bisschen nur, gell? Nicht schlimm. Ich habe sie nicht absichtlich gefarmt. Ich habe gesagt, ich will nur die Säbelzahntiger leveln. Die haben das ganze Zeug halt mitgeschleppt. Ich habe keinen einzigen Pfeil oder so gecraftet, während du weg warst, während die Woher hast du gegeneinander dann die waren. Pfeile gekriegt? Ja, die sammeln die Säbelzahntiger alle an von den T-Rex und so. Die T-Rex simulieren ja irgendwie angeblich so, dass da andere Spieler von denen gefressen wurden und deswegen haben die manchmal so Stuff bei sich. Okay. Komm einfach mal mit und guck in den Steg und dann siehst du es besser, was mit Stuff gemeint. Ich habe einfach Okay. mal so gedacht, den Stego wird schon keiner zum Ratten verwenden müssen wollen. Tun. Da ja auch, gut. Aber da ist ein Parasaurer-Ei. Und ich muss da jetzt echt einmal erstmal aufräumen, Alter. Mann, die kleinen Kisten sind doch einfach nur irgendwelche Kisten für irgendwas. Ja, aber Parasaurer-Ei gehört doch da nicht mit. Nein. Das kann man doch da drin lassen. Parasaurus brauchen wir eh nicht. Ja, aber Außerdem ich kann man die glaube. auch nicht ausbrüten, weil die nicht befruchtet sind. Ja, aber man kann sich Fresschen draus machen. Deswegen kommt es in den Kühlschrank. Wird ja knallhart wieder durchgegriffen. Ja, okay, wenn du Chitin willst, dann guck da ran. Ja, ich hätte gerne eine komplette Chitin-Rüstung wieder, wenn es geht. Die liegt komplett repariert da drin. Den Helm brauchst du noch, aber den solltest du machen können. Sollte möglich sein. So. Schon eigentlich, ja. Nee, das nie im Leben, das ist viel zu wenig. Ich sag's einfach mal und jetzt schaue ich gleich rein. Werden es 100 Milliarden sein. Ach, so übertreiben musst du jetzt auch nicht. Okay, 100 Millionen nur. Was ist Chili Leggings? Was? Chili. Organic Polymer. Ah, okay, das ist, wenn ich Pinguine farm. Okay. Kenn mich aus. Alter! Was da alles drin ist! Wo? Oh. Im Müll? Nicht nur im Müll, sondern in dem sonstigen daneben. Wie Ja. gesagt, ich räume jetzt erstmal auf. Das ist aufgeräumt. Ja, aufgeräumt. Ich hab versucht, Ordnung zu halten. So, die Kiste ist voll. So, Stonehenge. Kleinen Kisten, ich glaube, die werden auch nicht mehr reichen. Öl, Gold Meat, Silica Pearls. Oh, da ist sogar noch so ein T-Rex-Helm. Ja, hab ich noch einen über. Da links sind die Sachen, die wir nachher für diese Spinnenkönigin zu beschwören brauchen könnten. Die sind ja ganz linken drinnen. Ein paar T-Rex-Ärmchen. Ein paar. Alter, weißt du was? Das hat keinen Sinn. Was? Take all from inventory. Ja, ich bin zu schwer. Hab ich mal schon fast gedacht. Ich werde jetzt an diese Klippe gehen. Und Suizid begehen. Mit 400 Pfeilen, Alter. Ja, lass die Pfeile doch. Da müssen wir keine mehr craften. Nie mehr Pfeile craften. Yeah! Yeah! Ich mein, müssen wir sowieso nicht, aber. So, jetzt gehe ich jetzt hierher. Pass auf. Ich mache das nicht ganz anders. Und zwar Drop. Drop, 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 Drop. Was droppst du gerade den ganzen Müll? Sowas wie Stoffhosen. Ein Speer. Ach, dann stelle ich mit dem Stego ins Wasser und mach Drop All vom Inventory. Dann ist auch ein bisschen gut aufgeräumt. Echt, ich bin im falschen Film. Nee, bist schon richtig. Bin wirklich schon richtig?
Ja. Ist es dir hier die Psychiatrie? Ja. Okay. So, yay, ein Fleisch ist rausgeboren. Ja, da ist noch 8 Holz drin. So, jetzt habe ich erstmal einen Schnitzel gefressen. Ich kümmere mich jetzt erstmal später drum. Jetzt will ich erstmal aufräumen und zwar. Sonstiges. Silica Pearls. Spoiled Meat. Ach, sind Asche wieder. Ich habe doch gerade die Schuhe raus. Warum liegen da jetzt schon wieder Schuhe drin? Warum? Öl. Vielleicht hast du es nicht mitgenommen. Pfeile. 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 Habe ich schon Pfeile gesagt? Betäubungspfeile haben wir auch keine mehr. Eine Metall, Hacke. Ein Rexhelm. So, und das Boiled Meat schmeiße ich einfach mal wieder in die Schildkröte rein. Nee, in den gleichen Mortar. Pistol. Links. Ich schmeiße in die Schildkröte rein, weil da schon x Millionen sind. Wieso? Wie viele Narco-Berries sind denn da drin? Gar keiner mehr. Wir haben zu viel Spoiled Meat. Ja, ich hab's gesehen. So, Kleidung, 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 Spitzhacke. Die Fackel nehme ich mir mal, weil meine ist auch gleich kaputt. Ach, leck mir am Arsch, ich schmeiß ja weg. Noch mehr Leder. Fühl mich wie in der letzten Minecraft-Aufnahme. Ich räume ein Lager auf. Noch mehr Pfeile. Farbe. Könntest du draußen bitte mal dich um das Feuer kümmern, damit es da weiter Fressing gibt? Ja, ich ein bisschen was reinkaut noch. So. Ja, sind eh noch 3 Holz und 6 Atmosphäre schon drin. Soll passen. Muss passen. Da ist wirklich nur Müll drin. Take all. Ich räume das jetzt aus. Okay. Seh nix. Warte. Also, fangen wir auch gleich da unten an. Drop, 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 drop. Noch eine Fackel. Drop, drop, drop. Da wäre eine ganze Fackel, meine ist nicht auch gleich kaputt. Drop, drop. Ich hab Fallschaden bekommen. Weil ich vom Steger runtergegangen bin. Es könnte ein bisschen dauern. Das könnte echt ein bisschen dauern. Du treibst mal wieder. Nein, überhaupt nicht. Nee, ich meine, ich tu gerade alles droppen. Die ganzen Steinäxte und Stoffsachen und Speere schon wieder. Was ist eigentlich das hier? Rocker Rippies Focal Chili. Weg. Die Rezepte lass. Oh. Brauchen wir. Jetzt ist es zu spät. Ja, ich meine, wir haben die meisten eh doppelt normal. Warte, ich bringe dir noch mehr Müll zum Aussortieren. Das mache ich schon, das mache ich schon. Ja, na warte, ich bring dir nur jemanden vorbei, der auch noch Müll hat. Selber machen, nicht nur ich. Leder schon wieder? Du willst doch hier Müllabfuhr spielen. Achtung Scheiße. Warum gehst du am Mülleimer vorbei? So. Da
Oh, warte, der hat noch ein paar Sachen, die man braucht. Nehmen wir die Eisensachen wenigstens raus. So, jetzt ist hier wieder einigermaßen aufgeräumt. Und du hast gesagt, ich kann mir Chitin-Rüstung craften? Ja, sollte genug da sein. Also manche Sachen sind ja schon da. Hunterhead. Ist doch eigentlich schon wieder eine Chitin-Rüstung mit 50. Hm? Ja, Schuhe fehlen noch, aber die kann ich mir schnell selber machen. Chitin. Schuhe. Ja, Schuhe. Mehr fehlt ja gar nicht. Cool. Dann habe ich alles. So, willst du noch mal kurz in den Steko gucken? Nein, lieber nicht. Töten wir ihn gleich. Nein! Warum? Das ist unser lebender Müllarmer. Da passt unendlich viel Rahmen. Ja, töten wir ihn gleich. Nein, er ist zwar schon nicht voll, aber... Kann nicht reingucken. Warum? Achso, Autosave. Achso, war Autosave. Naja, Narcoberries sind hier drin. Wir haben doch noch welche. Ja, kann sein. Öl, Siliziumperlen, Spoiled Meat. Ah ja, stimmt. Die Säbelzähne kriegen ja auch die ganze Zeit irgendwelche Bären. Ich hab die einfach dann reingestopft. Nach Spoiled Meat, Bärenbär. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Können wir nicht einfach gleich komplett? Ja, du kannst die Bären rausnehmen und dann Drop All machen. Ja, habe ich auch gerade vor. Ich meine, ihn komplett töten. Kreatin auch ohne Ende. Dindoberries, Armorberries. Ja, Drop da ist All. Noch was yes. Wichtiges drin? Armorberries, Dindoberries. Nein. Das war's. Das restliche habe ich jetzt. Narcoberries haben wir noch ein paar. Wenn ich noch ein paar noch können wir noch wegen Narkotikum herstellen. 24 Narcoberries. Das war's auch schon. Und halt ein bisschen Spoiled Beet, Kreatin, Silika und Öl waren drin. Kreatin, Silica und Oil. Ich habe auch mal die Pfeile und das die Metalldinger mit bei Sonstiges rein. Wobei, das mache ich auch nicht. Ich mache die einfach bei Müll mit rein. Hallo Bienenbacke. Was? Ich habe es jetzt erst gesehen. Ich war leider ein bisschen geschockt, was ein Chamer an den... Ich weiß, das wirst du nicht mitgekriegt haben. Einen Tag lief der Server, wo ein Chamer sich austoben durfte auf den Server. War der Fehler meines Lebens. Warum? Ich hab doch nichts getan. Ich hätte noch viel mehr machen können. Seit fast einer halben Stunde bin ich hier am Ausmisten. Ich hab gesagt, ich baue nichts mehr auf an Strukturen oder so. Ja? Er baut nichts mehr. Ich glaube, danach wäre ja. Hier eine ganze Festung gestanden. Wahrscheinlich. Sag ich doch. Ich hätte noch. Mehr Eisen holen können und da Eisenstachelzäune bauen können, überall, ja. Ich weiß schon, warum ich dich eigentlich nicht auf dem Server lassen wollte. Weiß ich schon. Aber wir haben wenig. Ein Vorteil hat's, wir haben Eisen. Und Chitin. Und alles andere auch. Was machen wir dann jetzt? Keine Ahnung. Wenn wir schon alles haben? Wir haben noch nicht alles. Wir können endlich mal das Projekt T-Rex-Themen angehen. Ja, dann tu das. Viel Spaß. Sogar Obsidian haben wir. Ja, Bergen. Alter. Und du kannst auch fliegen. Ich kann was? Deinem eigenen Pteranodon fliegen.
Aber der Level 10 ist trotzdem Mana. Pteranodon. Ich will kein Pteranodon. Ja, aber das ist schon gesattelt. Ja, Gentaris kannst du erst mit Level 60, glaube ich, war's. War doch nicht 60, das war doch viel niedriger. 65. Was pfeift denn der hier übereinander, ey? Ja, ich muss wieder machen, dass die alle mir folgen. Server, mach statt tun bitte. Nee, Mist. Viel Spaß mit. Kommst du mit, so, mit am Raptor? Nein, ich. Oder hast, ich bin gerade. Gegner. Ich tu jetzt halt hier einmal schnell mir eine neue Fackel runter tun. Und du die Ding droppen. Und warte mal, Simple Shotgun. Vielleicht kann ich hier auch schon die Munition für machen mit alles. Simple Shotgun, warte mal, wo waren die da unten? Solltest du machen, kann ich mir dasselbe Level wie du. Nur forschen. Ja, ja. Ich hab die Longneck gemacht. Ach, die hab ich doch sogar schon. Die hab ich schon erforscht. Was sind das hier? Illy Leggings. Die sind neu, aber. Nein, die. Das ist einfach nur fürs Wintergebiet mehr. Guck mal. Ich überleg grad, machen wir vielleicht noch die Granate? Nee. Warum nicht? Guck mal, na, vorhin. Müssen wir kurz mal da was gucken. Auch nicht schlecht. Guck mal kurz was. Er sagt, ich bin offline. Warum sagt Steam gerade, ich bin offline? Bin ich doof? Na komm, mach die Werbung weg. Oh Gott, oh Gott. Mediamarkt, Hauptsache ihr habt Spaß. Nee. Ohne Scheiß, der hat gesagt gerade, ich bin offline. Offline. Steam sagt gerade, ich bin offline, zeigt aber das Video an. Steam. Bei mir nicht. Bei Twitch steht unten, offline. Oder habe ich einfach nur null Zuschauer, dass der offline sagt? Ich kann mal schauen. Mir egal. So, dann. Ich möchte da, glaube ich, gar nicht reingucken. Oh, naja, so viel ist da nicht drin. Wo? Oh. Im Ofen. So, Ofen ist da nichts drin. Ja, ja. Wo ist denn eigentlich das Eisen? Stream läuft. Stream läuft. Bei mir steht offline, komischerweise, auf dem Dashboard. Da drin? Hey, mit dem Eisen, du hast nicht mal so viel geholt. Ja, die Longneck Rifle und die Munition und alles haben wir dafür so viel braucht. Da habe ich ein paar Armbrust reparieren müssen und alles. Gunpowder und Simple Bullets brauchen wir. Simple Bullets brauchen wir auch Gunpowder. Gunpowder ist das zum Herstellen, deswegen liegt, ist überall so viel Charcoal und alles drin. Ich such gerade Gunpowder. Habe ich das überhaupt? Das kannst du ja am Meißel machen. Ja. Mortar and Paste. Aber ich glaube, wir haben keins mehr. Ja, ich suche es gerade zum Erforschen. Gunpowder habe ich schon doch hier. Aber was brauchst du denn für Gunpowder? Spark Powder und Charcoal. Ach so, Spark Powder, Flint und Stone. Deswegen haben wir so wenig Flint und Stone wieder, hä? Dein Kombi hat ein Level Up. Das ist dein Kombi. Das ist mein Kombi? Ja, du hattest den Kombi, ich hatte den Vogel und Timos hatte den Affen. Wie kriege ich den nochmal von der Schulter? Zweimal E.
Sehr gut, sehr gut. Hab den, glaube ich, ein bisschen davon geworfen. Der braucht auch mal kurz Fleisch. Ein bisschen. Nee, bei mir bebt's gerade. Abi? Findest du unseren Neuzuwachs? Ja, aber der Enchantment ist schon ein bisschen nervig. Kann ich nachher vielleicht mitspielen? Bienenbacke, natürlich kannst du mitspielen. Musst nur auf den Teamspeak-Server kommen und hier oben, also hier, ich bin ja gespiegelt. Hier oben, auf der anderen Seite, also wenn ich da hinlangen würde, in die Server Teamspeak, der Teamspeak Croc Studios DDNS, ARC Server ist Croc Studios, auch über Croc Studios DDNS auch findbar und Passwort Flocky und der Spawn ist West3. So, jetzt gucken wir mal. Das hat er nicht hier gebaut, unser lieber Jamer. Das hat unser lieber Jamer nicht gebaut hier. Und da gucken wir mal rein. Okay, ich gehe wieder. Bin gar nicht da. Warum? Alter, hier ist ja genauso. Trike Level 12. Und was ist mein Trike? Das ist Level 19. Ja. Die sind nur da, weil da irgendwas angegriffen hat und die haben durch die Wand anzugreifen, keine Ahnung. Was mache ich denn mit meinem Trike? Warum hat der so viel Holz, Thatch und Fiber drin? Und Stone und Flint? Ahnung. Ach Du so. kriegst Ja, ich Leben. hatte mir den für das vom Zaun mal ausborgt gehabt, Das soll ein weil der Tank was sein. Und tragen. das ist mein Raptor. Auch ein Level Up. Ich hab ihn einfach mal nur Crocs Raptor genannt, dass du weißt, dass es deiner ist. Weil der hat keinen Namen gehabt, genau wie Timos seiner. Und Fleisch hat er auch keinen mehr. Ja, warte. Warte Nimm einfach mal. aus meinem Raptor. Stamina. Stamina. Bei Level Ups. Da, Fleischlieferant. Nächstes Inventory. Ach du Scheiße. Du hast auch noch 200 Schleder drin. Was, aber es ist kein Platz mehr in der Truhe. Das stimmt. So, und zwar. Außerdem wird der eh bald nur mehr dastehen, der Raptor. Vier Leveln werde ich meine Mieze raten. Und zwar will ich. Ich stelle die da hinten hin. Meine zwei, die ich hauptsächlich reite. Und mit dem Trike, ich glaube, ich werde dann gleich mal ein bisschen Stein snacken gehen. Weil Stein und Flint brauchen wir sowieso. Wir könnten das Strike Level 10. Das ist auch Niemanden, meins. wir haben drei einfach gehabt. Ja, eins gehört auch Natascha, war das das 12er? Ja. Ah. Ich habe keinen Track gehabt, weil ich keins wollte. Ich finde, die sind super zum Tragen. Aber jetzt die andere Frage, wo haben wir denn noch Steine? Ich glaube, das haben wir sowieso schon irgendwie alles ab weg. Kann das sein? Puff. Deine Tiger sind gerade ein bisschen anhänglich. Ja, du blockierst ihnen den Weg. Die haben mich blockiert! Das ist es ja. Wo warten noch richtig viel Stein? Auf der anderen Also Seite, oder? wenn du starren wolltest, dann bin ich immer dahin, um mal dumm gelaufen und hab's einfach aufgehoben, so. Ein Dilo. Ja, Dilo aber. traut sich in der Nähe unserer Base. Wir brauchen ja auch Flint. Deswegen geht es ja nicht so einfach. RIP Dilo, RIP. Was brauchen wir? Flint brauchen wir ja auch. Ach, die Brücke, die Da habe ich sind immer noch noch nicht viele fertig. Sterne. Die habe ich immer noch nicht fertig gemacht. Ups. Hier sind noch viele Sterne. Ja, Also, ich gehe mal mehr auf oder die weniger andere viele. Seite da, wo ich die Brücke machen wollte. Hä? Ja, tu das. Ich gucke, ob da wieder T-Rex sind, von denen ich Sachen snacken kann, die ich dann wieder weghau.
Oder ist ein Bronto? Du hast da die ganzen Steine abgesnackt? Mann, gar nicht. Ich hab fast nirgendwo Steine abgesnackt. Ich war immer in den Bergen drin. Ja, und was sind die ganzen Steine von da hinten her? Hin? Sind ja auch alle weg. Meinst du, die am Fluss dorten? Ja, dahinter vor allem mit. Ja, die, die direkt hinten am Fluss waren, die Eisenhaltigen, die haben wir schon lange abgebaut. Wegen dem Eisen. Oh, ich, das erste, was ich finde, Metall. Also, schon wieder Metall. Ich hole jetzt auf jeden Fall ein bisschen Flint. Flint hole ich ja mal. Ein Koko wollte sich gerade mit mir anlegen. Wie war das nochmal, wo ich denn... Also, ich kann leider nicht auf Teamspeak sagen, meine Eltern sind zu Hause, kein Problem. Wie war das nochmal mit dem... dass ich nur einen einzelnen pfeifen kann? Tee. Tee und drauf zeigen. Gott, genau. Der ist ein T-Rex in front of me. I will kill it. Ich hole jetzt auf jeden Fall mal ein bisschen Stein und Flint. So, das, was mit dem ersten Agent habe, ist. Das sind die einzigen Viecher, gegen die ich nicht in den Nahkampf will. Autosave? Könnt ihr hinkommen? Ja. Ah, jetzt ist er tot. Hat mich hier schon gewundert. Ja, ich mich auch gerade. Ich habe auf 9 gedrückt. Jetzt habe ich mir halt 2 Schnitzen in den Rachen geschmissen. Und ich habe ein Level up. Aber ich will den T-Rex töten. Ach, ich gehe jetzt einfach hin. Egal wie viel da los ist. Wolltest du dir nicht tamen? Ja, wenn ich Narkosepfeile genug dafür hätte. Ich habe 7 Stück. Oh, so viele. Ich könnte einen beisteuern. Ich hätte auch noch einen. Nee, passt mir. Aber der T-Rex wird gerade zerflasht. Von einem... Oh, da ist ein Alpha! I'm out. Ja, ja, lauf. Lauf lieber davon. Also ein Alpha Raptor halt, aber trotzdem. Ja, Alpha Raptor ist aber nicht so tragisch. Ja, der droppt gute Sachen, aber da ist ein. Der zerflasht gerade einen T-Rex und im Wasser. Hm. Im Wasser will ich eher nicht so. Und wie viele Säbelzahntiger hast du? 8. Jäger an Alpha. 8 oder waren es 800? 8. Ach, nee, da fehlen noch 2 Nullen, da hast du keine Chance. Hat der T-Rex gewonnen gegen den Alpha? Da kämpfen die noch. Also eigentlich sind Alpha nicht so schlimm. Weil sagen wir mal, sobald du gute Dinos hast, wie du jetzt zum Beispiel oder wie wir jetzt, sind sie nicht mehr so tragisch. Wenn du wirklich. Die Säbelzahn sind auch auf Leben gestillt, gell? Also die haben jeder so an die 600, 700 Leben. Aber wenn du persönlich gegen ihn kämpfst, hast du keine Chance. Ich hab da fast K.O. schlagen muss. Minimum, das klappt schon. Ich glaube, der T-Rex hat den Alpha Raptor zerflasht. Dann würde ich mir sofort den T-Rex snacken. Aber sofort. Aber ich bin mir eben. Nee, der Alpha Raptor steht da hinten und ignoriert den T-Rex. Willst du mit dem Trike vorbeikommen? Nicht unbedingt, nein. Ich hab so ein Trike schon mal gegen einen Alpha verloren. Aber, hey, wenn du das gut timest, dann ist der Strike doch eigentlich unsterblich gegen so einen Raptor. Darf nur kurz bevor er da ist, muss ihn schon wieder wegstoßen. Ja. Du weißt, ich hab's mit dem Sterben, heute mal bitte nicht. Ach, der T-Rex wird eh gleich sterben. Er hat sich mit ganz vielen von den kleinen Vögeln da angelegt. Ja, dann hat er keine Chance mehr. Ich bin einfach zu schnell und wendig, um ihn nur mal dumm. Ja, und du willst einen T-Rex? Ja, ist tot. Ja, schon. Warum? Hol dir lieber ganz viele kleine Vögel. Ja, ich kann nur einen davon tragen. Hol ich mal lieber die Kompis, so wie du einen hast. Weil die kriegen einen Bonus, wenn es mehrere sind. Ja, oder so. Aber es ist echt verlockend, den Alpha Raptor anzugreifen, aber ich will nicht riskieren, dass meine Miez stirbt. Deine Miezen? Nein, ich habe eine Katze, die heißt Miez, die habe ich von Level 1 an so trainiert, dass ich darauf reiten kann, gut. Ja.
bin mal das Alpha-Tier, ja. Ah, Meets ist das Alpha-Tier. Hast du gehört, Meets? Die pennt. Ja, das ist eine schlechte Meets. Aber ich habe eine gute Meets. Right, komm. Meets ist auf. Das Inventory, also ich habe schon mal einiges an Flint. Was sagt er dann an Gewicht? Naja, hat er genug. Flint habe ich, also Flint habe ich viel. Metall habe ich auch schon 15, komischerweise. Ronto ist dead. Dead, ja, Bronto. Passiert, snackt ihr im Bronto. Diesmal ohne Super Turkeys. Na, mit Team, also Bienenbacke mit Teamspeak wär's schon cooler. Dann könntest du ein bisschen mit uns halt zusammenspielen und zusammenarbeiten. Bisschen besser. Weil über dem Chat ist es halt immer einmal bis ich sehe, plus nochmal der Delay. Naja, aber kann ich mit dem Ingame-Chat auch schreiben. Ja, oder mit dem Ingame-Chat. Dann, aber muss ist es nicht unbedingt. Ist nur die Frage, ob wenn dich der Alpha-Raptor angreift, du genug Zeit hast, Hilfe zu schreiben. Ja, das ist eine andere Sache. Das ist die andere Sache. Oder ein T-Rex, wenn dich angreift. Ob man da Hilfe schreiben kann? Das ist die Frage. Aber Teamspeak ist angreift. Eigentlich kein Muss. Wäre aber schon cool. Ja, ich bin dann auch mal weg von Teamspeak. Tschüss. Ja. Mich wundert es, dass Ninko noch nicht dabei war. Ninko, bist du denn da? Ich glaube, ich muss ihm mal schreiben. Warte mal, wir schreiben immer. Alle Freunde. Der war doch Toro oder so. Warte mal, Nickname. Nein. Lass mich ihn auf jeden Fall erreicht, ich weiß es. Schon wieder ein anderer Name, ja. Ark. Ich schreibe einfach Ark. 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 In ja, groß genau so. Und Ausrufezeichen. Ja. Muss aber eins schreiben, gell? Ja, warte. Ark 1, 11. 11. Zeichen. 1. So schreibe ich das. Ich schreibe ihn auch mal an, aber ich habe ihn ins Team nicht. Über andere Mittel erreichen. Fazibook. An. League of Legends. Ja. Ein Dilo! Ja, Zemin. Der war zu schnell tot. Der hat mich angespuckt und mein Trike kam halt. Ah, Ninko ist gerade in einem LOL-Game seit 5 Minuten. Das kann noch dauern. Oh. Das kann dauern. Bienenbucket, bist du eigentlich ein Mädchen? Das frage ich mich jetzt. Ich weiß nicht. Klingt irgendwie so weiblich, der Nickname. Nickname. Ja. Also der Name ist wieder Nick. Ja. Oder er ist Nick und heißt Name mit Nachnamen. Ja. Gibt's halt wirklich solche Namen. Da habe ich ja mal auf YouTube einen gesehen, so Namen. Vorname Nick, Nachname Name. Oder Max Mustermann gibt's halt auch. Ich ziehe mal schnell was zum Trinken einkippen hier. Weiß gar nicht, wie lange stream ich denn jetzt gerade schon? 1,5 Stunden schon. Minus die halbe Stunde von zu früh, von zuvor ist eine Stunde. Das heißt, wir machen auf 7:15 ein kleines Päuschen. Nein, Beanbugger ist kein Mädchen. Dann tut's mir leid. Dann tut's mir leid, darf doch nicht mit. Nein, mitspielen darf er aber schon. Aber, dass ich gerade gesagt habe, das hat einen weiblichen Nicknamen. Und er schreibt in rosa bei mir. Das ist sein Nickname. Ja, das kann ich anstellen. Das ist sein Nickname, also Bienenbucket. Und er ist so rosa. Und du bist sicher kein Mädchen. Das ist sicher ein Pädophiler. Nein, ist natürlich nur Spaß, gell? Nicht ernst nehmen. So. Alter, warum hab ich denn heute so einen Hunger? Ich pfeife mir hier ein Schnitzel nach dem anderen rein hier. Ahnung. Ich hab schon urlang nichts mehr gegessen im Spiel. Du reitest ja auch noch rum. Ich arbeite hier wenigstens was.
Also Flint habe ich jetzt einiges. 1, 2, 3, 400. 400, oder? Also Schildkröten werden ordentlich zerlegt. Wovon? Von der Mini-Armee. Achso. Ich überlege echt, ob ich so einen Alpha-Raptor angreifen kann. Ja, ich weiß es nicht. Schaffst du den? Nicht, dass du gleich weinst und Rage-Quit machst, weil alles tot ist. Naja, ich könnte meine Meats stehen lassen, dann wäre ich auf der Safe-Side. Ball. Der Rest ist mir eigentlich wurscht. Oder ich nehme meinen Carnotaurus mit. Oder das. Geh lieber auf Nummer sicher und nimm Kano mit. Und bleib selbst da, wie sagen, und bleib selbst daheim, aber ich würde auf irgendwas würde ich reiten. Weil der ist, macht dich schnell platt. Ich reite auf meinem Raptor. Der geschlagene. Der noch 50 Leben hat. Aber schnell ist. Naja, er ist fast übergewichtig mit mir drauf. Oh. Warum? Was hast du mit dem gemacht? Ja, er hat Tonnen Fleisch, Prime Meat. Ach so, ja. Den ganzen Dreck drinnen. Ja. Natürlich blöd. Ich will heute übrigens auch mal nicht so lange streamen, weil, ich hab noch andere Dinge zu tun. Wo ist eigentlich meine Freundin? Weiß es einer? Jetzt schreibe ich hier mal, wo ist meine Freundin? Wo du sein? Wo nicht arg ich. Sein. Wo du sein? Weißt du, dass es echt ein Abenteuer ist, ins Schneegebiet zu kommen? Ja. Von unserem Spawn gibt es entweder den Weg übers Wasser, den ich ungern gehen möchte. Ja. Oder den Weg durch das ärgste Gestrüpp, wo ich auch nicht wirklich gern durchwuseln will. Ja. Weil dann komme ich mit meiner Tierparade nicht durch. Wir haben es ja gesehen. Nee, du hast es nicht gesehen, ich hab's ja schon versucht. Nein, ich meine, wir haben's ja gesehen, wie wir die Höhle wollten. Ja, und dann bin ich an Timos Haus vorbei und dann ist da ein T-Rex gleich daneben gestanden. Hier bei Timos Haus. Gefunden. Ja, Timos hat einen guten Platz für sein Haus ausgesucht. Direkt an einem T-Rex-Spawn-Gebiet. Nice. Hey, du bleibst jetzt zwischen den Bäumen hängen. Nein, du bleibst in einem Baum hängen! Kann man denn bei den Viechern nicht irgendwie Intelligenz machen? Hey, jetzt werd ich ja nicht rassistisch, ja? Wieso rassistisch? Trikes sind nur doof. Ja, die sollen einfach selber die Bäume niederwalzen. Können leider Trikes nicht. Komm, wir ziehen uns jetzt ein Bronto. Ja, warum? Ja, okay, kannst machen, aber... Viel Spaß. Okay, trotzdem hat einer meine Freunde gesehen. Hier steht der Alpha noch da? Keine Ahnung, ich bin schon im anderen Eck. Hat trotzdem einer meine Freunde gesehen? Denn. Ich warte auf meinen Trike. Ich glaube, der ist schon despawned. Ah, ich glaube, die despawnen nicht so schnell. Der eine war damals auch ewig. In dem Eck schon. Bei uns, bei mir ewig vor der Base gegangen. Muss eine Base aufgeben. Die despawnt alles, wenn du einmal weg bist von dort. Ja, ja, ich bin... Das spawnt direkt neu. Ich kann es halt einfach mit dem Gras schaffen. Warte mal, ich hab Base gehabt, musste ich aufgeben wegen am Alpha T-Rex. Und ich weiß nicht, bin vielleicht 4-5 Stunden später nochmal an der Base vorbeigelaufen und der war immer noch da. Der war einfach immer noch da. Der wollte auch nicht weg. Trike, komm her. So. Da hinten sind Egos.
Ah, gut. Stone. Stone. Also fangen wir jetzt mit Brontos an, oder was? Nimm 10 von an. Ja, wir haben ja eh nicht genug. Genug was? Narkopfeile. Ja, du hast doch Narkotikum wieder gemacht mit ein bisschen was. Ja. 5. Toll. 5 habe ich gemacht. Reichen bloß. 5 Narkopfeile habe ich gemacht. Die wehren sich doch kaum. Du kannst mit der Starnschleuder zählen. Ja. Okay, viel Spaß. Ja. Das will ich sehen. Ja? Eine Challenge für dich ab sofort. Ja? Ein Bronto mit der Steinschleuder zähmen. Wenn du schaffst, einen Bronto mit einem Pteranodon, der 100 Leben hat, zu töten, schaffst du das auch? So, ich stelle jetzt mal ein bisschen Ding her: Spark Powder. Hey, das wollte ich machen. Hey! Autosave? Autosave. Ja. Mein Nacken tut weh. Ja, 4 Narkotikums waren sogar nur. Ja, hast du mit dem Dry keine Beeren mitgenommen? Nein, ich war jetzt nur auf Steine, da unten gibt's ja keine Pflanzen mehr. Oh, ich hab ein Lubbel-Up. Mach ich aus meinem Lubbel-Up? Ja. Fortitude, vielleicht mache ich nochmal Temperaturresistenz für mich. Ach, ich mache einfach mal Crafting Speed. Crafting Speed. So. Ahnung, 3 Level will ich noch erreichen. So. Ich während hier mal ein bisschen gecraftet wird, mache ich es mir mal schön bequem. Oh Gott. Steppy die Hippie? Folgt mir jetzt. Steppy die Hippie. So. Ich hoffe, ich habe den Namen richtig ausgesprochen. Es sieht aber ein bisschen doof aus, weil der Mac. Szene bearbeiten. Und zwar da. Ein bisschen größer kann man das schon machen. Position. Vertikal. Nein, ich drücke immer aufs Falsche. Horizontal. Wo will ich das? So. Hi. Achso, der James, was du. So. Weg. Da. Zoom. So. Dann. Access Inventory. Jetzt snack ich mir noch den Stein. Ja, ich muss mir nicht unbedingt vor die Linse kacken. Echt? Nee, nicht. Jetzt fängst du auch noch an, oder was hier? Oh, wer hat hier noch ein Häufchen gemacht? Wer liegt denn eigentlich da? Ach, meine Freundin. Gunpowder dauert noch ein wenig. Bisschen habe ich noch. Wie viel Gunpowder haben? Ach, das. Also ich habe jetzt noch Flint hier und Stein. Habe ich auch noch genug. Müsste reichen. Was kann ich denn jetzt eigentlich machen? Wooden Bench, Wooden Table.
Wooden Catwalk. Walk for bridging areas together. Mein Gunpowder brauchst du für eine Shotgun Shell. Dann, oder? Doch. Ja, oh ja. Ich hole jetzt auf jeden Fall mal ein bisschen von beiden was und ich würde sagen, das Lagerfeuer lass mal auch mal laufen an. Weil, oder? Was ist denn das? Slicer Attachment. Material Slicer then low gases released from gunshot muffing and shot. Attach the support weapons, recruit noise when firing. Ach so, ein Schalldämpfer. Get a silencer. Ach, das ist ein I. So, Polymer könnte ich entwickeln und Elektronik. Soll ich das mal? Ja, kann ich auch machen. Aber wir brauchen sowieso erstmal den Fabricator. Wo ist der Fabricator? Da drüber. Okay, hab ich. Dafür brauche ich den Smithy erstmal. Dann mach ich mal auf. Ich hab den Fabricator. Okay, machst du einen? Braucht man dafür noch Eisen oder? Ich weiß es gerade nicht. Ich mache jetzt hier noch ein bisschen Spark Powder zuvor. Weil wenn, dann fliegen wir einfach mal schnell hoch. Ich glaube, wir könnten davor noch echt noch ein bisschen Eis bauen. Ich mache jetzt erstmal nochmal 168. So, wo ist es denn jetzt, der Fabricator? Den wird man nur am Smithy craften können, den Fabricator, glaube ich. Structures, ja. Crafting. Also, 35 Metall brauchen wir, haben wir nicht genug. Cementing Base bräuchten wir 20, Bug Powder 50, Crystal 15 und Oil 10. Okay, also, es fehlt an allem gerade. Cementing Paste habe ich nämlich nicht erforscht. Hast du die erforscht? Die habe ich erforscht, ja. Da, dann stell davon nochmal welche her. Davon brauchen wir nicht auch 8. Oder nee? Nee, 20 brauchen wir davon. 20 brauchen wir. Und 10 Oil, das haben wir. 10 Oil haben wir. Weiß ich mal sonstiges. Hier, wir haben sogar 50 Oil. Wir brauchen für Cementing Paste Chitin und Stahl. Also dann gebe ich dir mal kurz Chitin. Kann man das Sparkpowder abbrechen? Ja, ich nehme noch Stahl raus. Mach mal Chitin ran. Chitin, hier. Ist drin. Ich hau Sparkpowder mal in den Frischhaltebehälter links heran. Mach ruhig. Wir haben aber Kohle. Wir haben aber Kohle hier. Draußen. Ja, das funktioniert mit Spark Powder. Die Kohle brauchen wir für die Gunpowder. Ja, für Gunpowder meine ich auch. Wir haben hier schon wieder 8 Kohle. 8 Kohle nur? Dabei habe ich doch 100 Holz reingeschmissen. Ich lasse es einfach mal brennen. Du stellst gerade Cementing Paste her. Hast du die 20? Nee, 20 nicht, dafür haben wir nicht genug. Keine Ahnung was. Dann. Dafür, wir brauchen aber 20. Ja. Ist doch mehr Stahl. Ja, hab ich doch im Trike draußen. Sag doch was. Nee, ist das nicht reiten. So, du hast gesagt 8. Ja, ich hab mich noch verbessert. Also. Stein hab ich noch, mehr als genug. Das ist kein Problem. 100, ja. 160 Stein habe ich jetzt nochmal. Ja, dann hau ran. Schildkröte. Machst du? Ich war zwischen Schildkröte und Haus gefangen. Die stand steht ein bisschen doof. Ich wollte da daneben. Die wollt ihren Fuß nicht wegtun. So, und zwar Stone. Mehr kann ich nicht mehr reinschmeißen. Das Ding ist zu voll. Ja, passt. Genau 20 haben wir dann. Ich schmeiß jetzt nochmal Spark Powder durch mal nochmal rausziehen. Rein theoretisch könnten wir in das Preserving Bin hier hinten sowieso ziemlich viel Fleisch reinschmeißen. Ja, aber es macht keinen Unterschied, oder? Oh ja, es sollte länger halt bloß sein. Naja, Öl brauchen wir auch noch. Der Kühlschrank ist erst länger. Öl brauchen wir auch noch. Ohne Öl geht das sowieso nichts. Arg macht gerade bei mir Update, dauert noch 30 Minuten. Okay.
Jamer, hast gehört? Öl muss. Das funktioniert erst, wenn du Öl noch mit drin hast. Zuvor geht es gar nicht. Ohne Öl macht er gar nichts draus. Ja, er macht doch nichts draus. Er macht ja nur, dass es länger frisch bleibt. Ach so, ja. Das schon. Jetzt mache ich noch. Außer du hast Öl und guckt mit dran. Genau. Dann wird's zu dem Dings oder. So, und nochmal 8. Also nochmal 8. Ich überlege gerade, ob wir vielleicht noch ein paar Lagerfeuer machen, um das Holz zu verbrennen. Ja, du kannst es auch einfach daran hauen in die Fackeln. Ich hab. Stimmt. Du kannst einfach F drücken. Ich nehme hier mal den Stone und Flint auch noch mit raus. Ach, eigentlich haben wir ja genug Spark Powder. Daran scheitert es ja nicht, sondern es an der Kohle. Wer? Scheitert er an der Kohle. Wer? Ha? Sowieso. Ja, was brauchst du noch für den Rift? Warnung, wie du es sagst. Eisen, wir haben nicht genug Eisen. Aber das brennt ja schon, das brennt ja schon. Ja, es ist kein Eisen mehr drin. 35 Eisen brauche ich. Warte mal, ich gehe noch mal kurz hin. Ja, 49 sind da drin. Structures, Crafting. Die Shamming Paste, die habe ich. Warte mal. Spark Powder 50. Gut, das haben wir auch. Das haben wir auch mehr als genug. Spark Powder nehme ich mal mit. Structures, Crafting. Fabricator. Wird gecraftet. Zack. Ist gecraftet. Fabricator. Und hier, Flint. Cementing Paste. Warum braucht man denn überall die scheiß Paste dafür? Ja, warum? Wandfackeln. Was meinst du? Für Wandfackeln. Wollte ich gerade mal schauen. Braucht man keine Wandfackeln. Repair, ja, aber wollte ich mal schauen, ich hab die halt mal. Was wir brauchen ist jetzt noch, wie man Fuel herstellt. So. Für den Fabricator. Hab ich den Fabricator? Groß ist denn das? Ey, ach du Scheiße! Ja. Wir brauchen Öl. Warte, ich schau mal nach auf der Arc-Wiki, wie das gegangen ist. Ach, Fabricator, das Ding ist eine Drehbank. Ach du Scheiße. Silica Pearls, also ich kann die Elektronik schon herstellen. Fabricator, make sure to gasoline to be activated. Polymer, Obsidian und Cementing Paste. Ich muss die komische Paste jetzt auch mal erforschen. Zack, hab. Und Benzin herstellt, meinst du? Ja, ich mach grad schon. Ach, du stellst schon her? Ja. Und wie stellt man was her? Öl und Hide. Öl und Hide? Nee, verstehe ich gerade nicht. Wie stellst du das her? Öl und Hide in den Ofen. Ach so. Mehr ist es gar nicht. Und den Benzinkanister gibt's oben drauf, hä? Ja, dafür ist die Hide da. Jetzt haben wir 5 Gasolin. Ja, aber schalt den erst an, wenn du wirklich viel craften willst, weil sonst ist Gasolinverschwendung. Ja. Ich hab nicht wirklich Lust, jetzt Unterwasseröl farmen gehen. Na, ich stell jetzt noch ein bisschen Gunpowder her. Wenn, dann schwimmen wir einfach schnell zu einer Unterwasseröle, weil die sind unbewacht und die to go. Hm? Aber jetzt wollen wir dann erstmal Eisen wiederholen.
Ja, ich werde heute auch nur ich werde heute auch nur 2 Stunden streamen, habe ich jetzt einmal so beschlossen. Mehr nicht. Toll. Ja. Heute habe ich irgendwie, muss ich aber auch mal ehrlich gestehen, nicht so wirklich Lust auf Stream. Schon Lust, aber nicht so, dass ich sag, yeah, geil, richtig, so, irgendwie habe ich heute nicht so die Laune, wie ich sonst immer habe. Weil du Fallout spielen willst. Ja, das auch. Ich hab echt Bock auf Fallout. Fallout hat's mir gerade so richtig angetan. Also ich will zumindest mal 10 Schuss für die Shotgun haben. Oder warte. Ammo. Ein Probeschuss braucht's auch noch. Muss ich mal ausprobieren. Und die Armbrust will ich auch mal schnell reparieren. Aber ich glaube trotzdem, mit der Armbrust bist du immer noch ein bisschen besser dran, weil es einfach günstiger ist. Die Munition. Ja. So, ein Probeschuss muss ich jetzt mal mit der Shotgun abgeben. Brauche ich natürlich irgendwas Gegnerisches. Da unten ist ein Alpha. Oh. Der Alpha ist bei uns. Wo? Oh. Der Alpha ist ziemlich nah zu uns gekommen. Ich glaube, es ist Autosave oder ich sehe. Ja, es ist Autosave. Autosave, der ist ziemlich nah bei uns. Der ist ziemlich nah bei uns, der Alpha Raptor. Den nicht. Wo ist er? Ist doch der Alpha Raptor, oder? Nee, okay, dann ist es nicht. Ein Para. Da hinten ist ein Dilo. Rechts. Ja, wenn, dann will ich die Shotgun an was Gescheites ausprobieren. Ja, eine Schildkröte schafft's nicht. Ja, da unten steht eine Schildkröte, das ist klar, dass wenn du willst. Ja, ich habe jetzt mehr eher das Track da hinten gedacht, weil das ist so, es kann sich nicht wehren, es backt zwischen Bäumen. Ja, die Schildkröte kann sich auch nicht wehren. Stimmt, das recht. Stell dich doch einfach in ihr Gesicht dran. Aha. Der hat ein Schwert. Ja, eh schon lang. Der hat sich einfach ein Schwert gemacht. Das hatte ich schon im letzten Stream und das hast du gemacht. Echt? Ja. Dann mache ich mir jetzt auch ein Schwert. Ach, wir haben kein Eisen. Ja, du kannst ja mitfliegen. Wir können ja in die Berge gehen. Wir können in die Berge gehen, ja. Gehen wir in die Berge? Ja. Bevor ich mal ein bisschen Fleisch. Ach ne, ich hab sogar noch Fleisch. Alter, ich hab noch 100 Holz einstecken gerade. Nein. Nochmal 20 Kohle. Ich lasse jetzt einfach mal laufen das Feuer. Hab nochmal 100 Holz rein. Ja, leer dein Inventar und dann komm. Und mit was willst du in die Berge gehen? Mit unserem Flug. Ja. Einfach hochfliegen. Ja, wir sind doch zu schwer dann für die. Wir haben den Argentavis hinter uns. Stimmt. Daran ich nix gedacht. Ja gut, ich habe jetzt nicht mehr viel. Warte mal, wie lade ich denn die Shotgun nach? Ach, die lädt automatisch nach. Gut. Oder er. Und wo ist mein Flugvieh? Da steht da. Vor mir. Ich sehe es nicht. Wo ist es denn? Hat ein Level-Up, warte mal kurz. Da hast du auf Stamina, oder? Stamina wäre das geschickteste. Ja, weil sonst kannst du nicht komplett hochfliegen. Mann, meins hat genug Speed und du musst ja nicht sprinten, aber... Ach ja, und Planänderung, wir fliegen da hinten in die Berge. Hast du einen Argentavis irgendwo mit? Ja, ja. Wir sollten zumindest in der kommen. Ja. Wo ist er denn? Fliegen nicht auf die Eisberge. Wo ist denn der Argentavis? Hinter mir. Hinter dir? Ja.
Ach, du bist ja da oben! Ich war beim Falschen. Ja, ich habe gesagt, wir fliegen nicht in den Schneeberg, in der Kälte. Da oben der Berg dort ist einfach nur normal warm, dort kannst du einfach unendlich lang bleiben. Du hast nicht den Druck mit den Leben. Das ist gut. Und dort oben sind keine Viecher. Also noch weniger als bei den Eisbergen. Boah, mega ruckeln. Ja, hatte ich auch gerade. Geht beim normalen Fliegen die Ausdauer runter? Ja, aber sehr langsam. Beim Sprinten halt sehr schnell. Aber du brauchst eigentlich nicht sprinten. Pteranodons sollten schnell genug sein. Und drück nicht C. C? Nicht C drücken. Nicht E, ja, dann steige ich ab. Dann nicht C. Kennst du Ham Kumst? Kennst du Ham Kumst von Seiler und Speer? Nein. Wo bist man du? Das? Kann man das essen? Kann und man das mir? Essen? Ich hab keine Ahnung. Ja, ich bin knapp unter dir. So unter mir? Ja, unter dir. Cool. Weil du nach oben fliegst ständig. Ja, weil wir dort auf den Berg hoch müssen. Ah, ja. Ja, wenn du H drückst, siehst du nebenbei die Stats da und alles. Beim Viech. Nicht H drück. Also an Zahlen. Ach so. Praktisch, wenn du kontrollieren willst, wie viel Stamina du genau hast noch. Auf H sehe ich aber nur Pentradon. Ja, rechts. Ach so. Das ist zu klein, das rechts. Kann ich nicht lesen. Das ist bitter. Oh, den Agentavis ein bisschen abgehängt. Flieg, Agentavis, flieg! Wir sind gleich auf dem Berg, ich hab's gleich geschafft! Buckel, 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 Buckel. Boah, da ist richtig viel Stein. Buckel, Buckel. Ruckel, 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 Ruckel. Ruckel, 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 Ruckel. Bin gelandet. Ich hab deine Freundin gefunden. Ja, ich hab auch meine Freundin gefunden. Da ist sie. Da ist sie. Was hast denn du mir hergestellt? Den hättest du mir mitbringen können, ich hätte ihn gerne gegessen. Und die sind jetzt alle eisenhaltig. Nee, wenn du bei mir hinkommst, die Ecke da. Die schauen ein bisschen anders aus. Ich sehe dich gerade nicht. Ach, die glänzenden da, meinst du? Ja, die schauen eher ein bisschen metallisch aus, bei mir zumindest. Ja, bei mir so gold, golden, gülden. 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 Vergüldet. Kannst du schon machen, aber lange bin ich nicht mehr da. Ja doch. Lange stream ich nicht mehr. Ach du Scheiße. Ist schon was ganz was anderes hier oben Metall zu holen. Ja, und jetzt stell dir das im Schneegebiet vor, wo du bis du mal oben bist, schon circa Hälfte Leben verloren hast. Und dann musst du ja zurück auch nochmal und Eisen holen. Ich hab einen Stein abgebaut und kann mich jetzt schon kaum zu dem Akintavis bewegen. Ja. Ich hab noch nicht mal einen ganzen Stamm wieder abgebaut. Kann mich schon nicht so gut bewegen. Akintavis! Ah ja, Zeitlupe. So ca. 50 Gewicht musst du ihm freilassen, sonst ist er viel zu langsam. Circa 50 Gewicht muss man freilassen, den müssen wir dann auf Gewicht machen. Ich habe ihn eher auf Gewicht gespielt. Da bräuchte man ja fast sogar noch einen oder so. Ja, später irgendwann haben wir ein Quetztal, da können wir dann 800 bis 900 Eisen tragen und dann geht das. Okay, hab wieder 40 Metall. Müssen wir aber aufpassen, nicht, dass wir dann zu schwer sind für die anderen, wenn wir jetzt zu zweit sind.
Alter, 70 Stein habe ich auch, aber die kann ich ja droppen. Stein können wir ja unten auch holen. Wir haben nicht jetzt schon 330 dann, Gewicht. Dann lasse ich sowieso immer liegen. Oh, der ist bei 400. Oh, der ist schon ziemlich voll. Ja, dann fliegen wir zurück. Ja. 420, der ist jetzt schon zu schwer. Warte, lass mal. Schau mal, wie er fliegt. Fast nicht, warum? Alles klar, so kriegen wir den nicht zurück. Auf keinen Fall. Er dreht sich. Den kriegen wir so auf keinen Fall zurück. Wie viel könnten die Pendatron denn? Warte mal kurz. Nicht. Die können nichts sagen. Die sind mit dir schon fast am Überlasten. Ja, meiner geht noch, meiner geht noch. Also ein bisschen kann ich. Warte mal kurz. Ich komm nicht dran an dich. Warte mal runter. Kurz. Also meiner hat ein Gewicht von 192, was er tragen kann. Ja, ich schau mal, ob ich die 70 Eisen mit Mom mitnehmen kann. Ich hab aber nichts, was ich da, wo ich sacke, hat jetzt großartig Gewicht zum Wegtun. Ja, ich kann's mit, ja, passt schon. Ich kann's mit Mom mitnehmen, die Eisen. Wenn ich jetzt hier bin, snack ich mir noch ein bisschen Eisen. Ja, ich bin dann mal auf dem Rückflug. Dong, 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 dong. So, ein bisschen zumindest. Gleich steckt er mit seinem Vogel fest. Nö, geht noch. Mann, Pteranodon ist zwar ausgelastet, aber... Alter, wir sind eigentlich schon ganz schön weit weg hier von zu Hause. Bis jetzt noch nicht, nein. Wie gesagt, bis 8 werde ich streamen und dann ist es, heißt es auch schon wieder Tschüss für heute. Also halbe Stündchen noch, dann mache ich Päuschen. Ich weiß nicht, wo du dein Handy hin hast. Ja, kannst du den Server ja anlassen. Aber dann kommt Bienenbacke gar nicht mehr. Ja, Bienenbacke, wie schaut's eigentlich bei dir gerade aus? Ruckel, 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 ruckel. Ruckel, 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 ruckel. Der Vorteil ist, an dem Fluss siehst du richtig perfekt, wo unser Haus eigentlich ist. Okay. Hm? Ach so, ja, okay. Der Fluss ist okay. Ja direkt hinter unserem Haus. Ja, aber der hört doch da gleich. Ach so, nein, da ist ein Wasser voll stehen. Ja, okay. Hast mich überredet. Also ich hab's jetzt im Sprinten fast bis nach Hause geschafft. Jetzt habe ich nicht mehr so viel. Jetzt hab ich noch zu klein. Kannst nicht lesen. Ja, ich will nicht zu viel sprinten. Weil mein Vogel ist halt auch ziemlich voll. Hey, ich flieg gerade über Timo sein Häuschen. Da ist Timo sein Häuschen. Ich würde schon echt gern ohne Zwischenlandung zu Hause ankommen. Es wäre schon was, ja. Es füllt sich aber auch sau schnell auf, muss ich sagen, die Stamina. So, wir haben Eisen. Wir haben Eisen. Wir haben Eisen. Aber nicht mehr viel Holz sehe ich gerade. Aber nicht mehr viel Holz. Zum Anschüren. Ja, wir verbrennen ja die ganze Zeit. Ja. Müssen wir Spark Powder nehmen. Nein, nicht drauf reiten. Müssen wir Spark Powder. Ach doch, im Trike ist noch Holz, im Trike ist noch Holz. Im Trike ist noch Holz. Ich glaube, wir müssen trotzdem nächstes Mal noch ein bisschen Holz und sowas wiederholen. Mal wieder klassisches Zeug zu uns. Ja, dann müssen wir aber nächste Woche ein bisschen Acker anschieben. Pass auf, wir machen es ganz einfach nächste Woche.
Der Stream für nächste Woche. Machen wir das nicht ganz einfach so. Oh, meine Freundin ist da. Nächste Woche, wo bist du? Ach, du bist im Schlafzimmer. Wir machen das nämlich dann so für nächste Woche. Wir machen 1,5 Stunden Minecraft und dann 1,5 Stunden Ark. Warum nicht bis Ende irgendwo? Ja, das wird dann so nach 1,5 Stunden sein. Dann? Och. Wir haben heute schon 1 Stunde lang nichts gemacht. Quatsch, wir haben doch heute nicht 1 Stunde lang nichts gemacht. Du bist kommen und hast unnötig irgendwas sortieren wollen. Unnötig noch 7 Minuten bei Bienenbacke. Ja, noch 7 Minuten. Kannst du für 20 Minuten spielen? Ja. Du willst doch noch weiterspielen, gib's doch zu. Ja. Weil ich schon seit letzter Woche drauf warte. Das war mir schon fast klar. Ruckel. Letzte Woche hatte ich langes Wochenende. Freue mich so Wochenende Arc-Stream und dann kommt so, nee, doch nicht. Weißt du doch. Das weiß ich doch. War doch abgemacht. Wann? Ab sofort 1 Woche Ark, 1 Woche Minecraft. Oder ein anderes Spiel. Ja, und warum war der Minecraft-Stream dann so lange? Weil ich immer wieder richtig Bock hatte auf Minecraft. Außerdem hatte ich da Fallout noch nicht. Naja. Warum steht denn Raptor eigentlich hinten irgendwo am Arsch der Welt? Weil ich den da hingestellt habe, damit ich ihn sofort sehe, dass es mein Raptor ist. Er heißt Crocs Raptor. Ja, also. Unser Agent Adis ist nebenbei irgendwo in der Luft stecken geblieben. Kann man in der Luft stecken bleiben? Hallo, komm, was hast du? Ich nochmal eins. Komm doch einfach mal vors Haus. Du? Also, wenn ich gerade schön entspannt hier rumflacken, damit ihr meine komischen Gesichtsausdrücke auch noch mitzählt. Schön, ja. Vogel, lande doch! Ey, wenn du jetzt über die Kippe fliegst, was sonst? Ja, dass die Vögel nicht einfach am Stand und an der Stelle irgendwo landen. Fliegen endlos weiter. Der will dich nur ärgern. Ärgert dich gleich. Ja, tu das. Tu ich nicht. So, ich snack hier auf jeden Fall jetzt noch ein bisschen Stein und Flint mal. Noch 5 Min. Okay. Ich darf wieder unser ganzes Eisen umsiedeln. Ja, weil ich auf Rohstoffsuche bin gerade. Rohstoffe holen, was Holz. Suchst du denn? Ich habe gerade einen Wald gesucht. Direkt vor unserer Haustür? Genau, den habe ich gesucht. Okay. Und jetzt bin ich. Du findest ihn. Hoffe ich auch. Verlauf dich nicht. Ja, habe ich auch ein bisschen die Bedenken. Aber ich suche jetzt, ich tue jetzt hier das Holz gleich mal ein bisschen holen. Weil brauchen wir ja. Hochen wir ja. Ich bei Bäumchen fällen. Ne. Mach, ich hab Strike schon dabei, den schmeiß ich schön voll. Ey, cool, ich hab ein Eisen gefunden. Ein, zwei gleich. Meine Freundin hat sich einfach auf stumm geschalten im Teamspeak. Ja, ich muss gerade schnell was klären. Ich kann mich gerade jemand anrufen. Okay. Passiert. Ja, wegen Weihnachtsgeschenk. Wegen meinem Weihnachtsgeschenk? Nicht wegen deinem Weihnachtsgeschenk. Ja, auch mit. Oh, ja. Mein Weihnachtsgeschenk. Das sind Kompis. Yeah! So. Aber das sind mehrere Kompis, das heißt, es sind
freundlich. Aus irgendeinem Grund sind die nur freundlich, wenn sie allein sind. Ja, mit dir alleine hätte ich auch Angst. Glaub ich dir. Mhm. Da würde ich mir sofort eine Eisenhose anziehen. Fix. Eine Eisenunterhose. Warum nicht? Mit acht Schlössern dran. Und Zahlenkombination. Ja. Mhm. Ja, vergiss die Zahlenkombination und musst aufs Klo. Ich wünsche viel Spaß. Ja, dann mache ich halt eine aus Edelstahl und lass es einfach laufen. Das wird auf jeden Fall angenehm. Ja, solange es noch schön warm ist, ist es ja egal. Da hinten sind Agentaven. Ich glaube, da brauchen wir gleich ein paar mehr, oder? Da fliegen wir nochmal rauf. Snacken nochmal Metall. Mehr was? Agentaven. Denkst du? Ja. Aber wir haben wieder kein Narkotikum. Pass auf, dann mache ich das jetzt so. Ich laufe jetzt mit meinem bisschen rum mit meinem Trike und hole nochmal ein paar Berries. Ein paar Berries und okay, ich habe zwei Agentaufen betäubt. Echt? Wie? Akkupfarre. Haben die gereicht? Ja, Agentaufen brauchen zwei oder so. Ja, gut. Den Rest ausschalten. Das war der erste. Den hast du schon? Wie hast du den so schnell gekriegt? 3 Minuten noch und 1 Minute hat er jetzt geschrieben. Ihn Backe ist gleich da. Der erste ist tot. Oh. Von denen, die noch rumgeflogen sind, weil wenn die mich angreifen, dann sterben die anderen Agentaufen dabei. Weil ich mit meiner Armee der Säbelstar bin. So, mal nebenbei ein Dilo weggeschnetzelt. Das war's mit dem nächsten Agent. Und da hinten ist der letzte. Er ist auch gleich weg. Hallo! Will ich aber mal kurz was gucken? Warum zeigt er mir da heute nichts an? Okay. Würde ich gerne mal wissen, wie viele Zuschauer ich habe. Er zeigt es mir aber nicht an. Er zeigt bei mir offline. Ich könnte einfach mal in den Chat schauen. 1 Minute noch. Bienenbacke hat noch 1 Minute. Im Chat zeigt er mir auch nichts an. Nicht mal Bienenbacke. Irgendwas hat heute Twitch. Twitch hat heute was. Ha? Oh, der Alpha Raptor ist noch da. Warte mal kurz. Was? Ja. Komisch. Bienenbacke, siehst du mich? Siehst du mich? Kannst du mir zuschauen? Ich weiß es nämlich nicht. Irgendwie, wie ich es probiert habe, ist gegangen. Wie du es probiert hast, ist es gegangen. Meine Freundin sagt, der Stream hängt sich die ganze Zeit auf. So, ich habe jetzt auf jeden Fall ein bisschen Stein und ein bisschen Flint noch geholt. Holz. Und zufälligerweise, da ist gerade jemand aufgestanden. Bei mir funktioniert. Wahrscheinlich ich. Okay, bei dir funktioniert's. Und wie viele Zuschauer habe ich gerade zufälligerweise? Ich habe schon wieder geschlossen. Ja, ich stehe hier gerade neben einem Alpha Raptor. Ich habe nicht die Zeit der Welt. Doch? Ja, eiskalt doch. Warum nicht? So, da schmeiße ich jetzt einfach noch mal ein bisschen Fleisch mit rein. Yam, 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 yam. Ich würde den Alpha Raptor echt gern umlegen. Ja, mach doch!
Warum nicht? Du hast... Oh, Bienenbacke ist gar nicht mehr da, irgendwie. Bienenbacke? Es gibt noch LOL-Ente, mich und TP-Bot. Ah, LOL-Ente, stimmt, LOL-Ente. Hat aber noch nicht, hat sich heute noch nicht zu Wort gemeldet. Weiß ich nicht, was Bienenbacke macht. Bienenbacke hat gemeint, in einer Minute ist sie da. Du, egal. Vielleicht ist sie am Joinen und hat deswegen schon... Oder so, ja. Stream geschlossen wegen dem Internet. Kann sein. Ein Twitch-Stream angucken. Normalerweise schon ein bisschen das Internet. Geht aber eigentlich. Wenn du streamst, ist es heftiger. Weil der Upload einfach scheiße ist. Bei überall. So, zack. Also Holz haben wir jetzt. Ein bisschen was. Irgendwie will auch gerade nicht. Hört ihr auch nicht? Nee, das... Das ist nur... Doch, jetzt hat, warte mal. Ja, ich hatte heute früh auch. Hey, hi, LOL-Ente. Komme gleich, hat Bienenbacke geschrieben. Sag ich doch, Twitch hat heute eine Macke. Bienenbacke hat geschrieben, komme gleich. Eins vorab, schau, dass du mich erst bei Steam-Servern unter crocstudios.dns hinzufügst, dann geht's einfacher. Sehne dir. In den Favoriten. Oder wenn du im Steam drin bist, auf Steam. Auf. Muss ich selber mal kurz gucken. Ah, die Agentaven sind nebenbei Mate boosted. Na komm. Nein. Ach. Bin ich da letztens reingekommen? Ihr habt einen Stego? Ja, keine Ahnung, was er alles geholt hat. Hab's noch gar nicht rumgeschaut. Schon wieder? Nee. Ewig mit dir gespielt hab. Achso. Danach wollte der Server auf einmal nicht. Keine Ahnung, warum auf einmal der Server offline war. Weiß es nicht. War wahrscheinlich ein Bug. Ja. Bestimmt. Ist ja nicht so, als ob ich den Server nicht mehr einschalten würde. Nee. Nein, nie. Nee, lass. Ah, warte mal kurz. Sag mal, wir könnten... Schreibst du? Wir könnten ja noch ein Öl herstellen, noch ein Benzin herstellen. Herstielen. Ja. Woher stiehlst du's? Wie viel braucht man? 3 Öl und 5 Heid. Das sind dann 5, dann brauche ich hier 25. Ja, Twitch hat heute Nachmittag kaputt. Bei mir stand immer noch Verbindung zu Chat unterbrochen. Bei jedem Stream, ja, das habe ich auch. Da muss ich den Chat dann auf- und zumachen wieder neu. Bis es erstmal wieder geht. Also es ist auch irgendwie... Twitch hat zurzeit kleine Problemchen. Alter, das ganze Chitin, das macht hier alles voll. Mal ein bisschen Chitin raustun. Ein bisschen Chitin. Austun. Was stöhnst du schon wieder? Ich bin doch gar nicht im Schlafzimmer. Ihr hört noch nicht zu, okay. Was? Ich bin jetzt gerade wieder da. Passiert. Hast du mit mir geredet? Ja. Ja, dann hau raus. Ich hab gefragt, was du schon wieder stöhnst. Ich doch gar nicht. So. Was? Was hab ich denn jetzt im Inventar? Ach, Chitin, das wollte ich hier bei Sonstiges reinschmeißen, da ist viel zu viel da. Schatz, brauchst du Chitin-Zeug irgendwas? Ich hab nur einen Helm und ein Oberteil, das andere ist noch Leder. Helm und ein Oberteil, okay, warte. Ich brauche eine Hose, Schuhe und Handschuhe. Ne, Hose, Schuhe und Handschuhe. Werden gecraftet.
Ah, ja. Angetaufen sind beide weg. Bock mehr. Wieso also, sind sie beide weg? Bock mehr auf neue Agentarpen-Zähmen. Warum? Weil ein witziger Raptor gemeint hat, er greift meine Säbelzahntiger an. Die sind dann auf den losgegangen und haben im Hintergrund die Dings zerlegt. Schatz, die Dein Chitinzeug ist in der Werkbank. Okay. Rein theoretisch müsste ich immer die Brücke und das Häuschen weiterbauen. Aber wir könnten richtig gut leveln, wenn wir den Alpha töten. Aber ich will da nicht allein hin. Dann müsstest du auch mit. Ich komme ja schon. Ja. Mein Freundin kann auch mit. Einfach mal mit Boni mitraten. Einfach für die XP. Ach, du kommst mit dem Trike? Ja, warum? Naja, falls wirklich bremslich wird mit dem Raptor, kommst du davon. Ja, das Trike ist aber ein Tank. Na gut. Mit 1400 Leben. Na gut. Ja, gehen wir? Du das den Raptor einfach an, dann kommt er aus dem Wasser raus, weil im Wasser ist Fighten unnötig. Soll ich wirklich mit dem Raptor gehen? Ich habe Angst, dass der Raptor dann wieder tot ist. Ich finde den Server nicht, pass auf, du musst, warte mal kurz, ich tu mal kurz für Bienenbacke das erläutern. Und zwar, kurz hier raus, Steam, komm mal her, Bienenbacke. Und zwar hier auf Anzeige, wenn du auf Server gehst, gehst du bei Favoriten drauf, hier Favoriten. Server hinzufügen, proxstudios.ddns.net. Tippst du ein, tust hinzufügen und dann hast du den Server hier. Und dann kannst du drauf. Dann ist der in den Favoriten mit eingespeichert direkt. Und darüber gibt es auch Minecraft-Server und alles. Also hier ist sowieso öfter mal ein bisschen was gestartet an dem Ding. Jetzt bin ich natürlich zu hoch, warte mal kurz. Jetzt muss ich mal kurz die Kamera wieder eins hoch tun. Zack, hier, so. Habe ich nicht wieder anders dahingesetzt. So, ich aber immer im Trike. Ja, kannst du immer im Trike auch gehen. Denkst du, den schaffen wir? Ja. Denk schon. Ich werde sterben. Ja, wenn, dann sind wir alle tot. Ja, deine Dinos aber auch. Deine Säbelzahntiger. Ja, warte, ich komm gleich. Du kannst schon mal losgehen, ich hol dich her. Ich weiß ja nicht, wo er ist. Ja, ganz draußen am Spitz. Spitz am, der T-Rex. Am Spitz der T-Rex. Ah. Ich glaub, die Folge heißt heute wieder Rage. Hier wären aber noch mal ein paar Pflänzchen sogar. Was sind das alle? Da ist ein Dodo! Ja und? Mein Dodo. Oh Gott, jetzt fängt es mit den Dodos wieder an. So. Okay, ich hab alles geregelt. Meine Meats ist safe. Der Rest ist mir kackegal. Meine Meats muss leben. Ich habe gerade echt Schiss um meinen schönen Strike. Wir haben noch zwei andere. Ja, aber das ist halt schon Level 20 jetzt. Du weißt, ich habe das Glück wieder, dass alles stirbt bei mir. Ich wollte gerade ein T-Rex erlegen. Nein, Alpha. Wo? Kannst du mitkommen, renn einfach am Ufer entlang. Ja. Da davon ist ein Kanu, den können wir vorher noch legen. Könnten wir, ja, denn das darfst du dann schön übernehmen. Mit dem Raptor. Ja. Echt jetzt.
Ja, Raptor. Ein Alpha-Raptor mit Säbelzähnen und Raptor und Trike. Und Schrotflinte und Pfeil und Bogen und Armbrust. Willst du den Kano übernehmen? Wir machen das ganz einfach. Scharfschütze. Heckenschütze. Heckenschütze. Ja, das fehlt aber die Hecke für die für den Heckenschützen. Direkt am Strand ist er. Hä? Sieht mich der Dreck Tino nicht? Komm her, ja, jetzt. Der sieht dich nicht. Aber der Säbelzahntiger da rechts neben dir würde dich, sieht dich gleich. Ja, geht's dort. Renn jetzt hier nicht in die Scheißbäume ran. Ach, da hinten, der was festpackt oder was? Ja. Kommt der da schon? Der Kano? Nö, ach, der chillt noch voll. Wieso hast du eigentlich einen Kano nicht mitgenommen? Ah, Kano. Ich will nicht, dass er stirbt, weil ich den raten will nachher. Zumindest ist mein geliebter Devil Horns. Wir beobachten und warten. Oh, da ist es davon gefliegt. Wir beobachten und warten. Ich komme mit dran. Die Ankylos machen den schon kaputt. Keine Sorge. Ja, glaube ich auch. Vor allem es sind drei Ankylos. Dagegen kann er sich nicht wehren. Ja. Könnte es sein, dass du einen Säbelzahntiger vergessen hast? Nee, der ist absichtlich okay. Oben. Jetzt geht die Party ab. Jetzt geht die Party ab, Und Ankylo tot, Ankylo tot. Ankylo tot. Ja, da kommt noch ein Agent. Agent Tavis. Ich will auch meinen Spaß. Obelix. Boom. Tötet und gelootet. Tötet und gelootet. Ja, stellst du dich. Warte. Wir machen das jetzt so. Ich seh ihn schon. Ja, ja. Ich überlege gerade. Komm her! Ach, du schießt schon drauf! Ich habe einmal drauf geschossen, dass er herkommt. Und ich mit der Armbrust drauf. Vorsicht, das Ding ist verdammt schnell. Nö. Ja, gut. Ja gut, ja dann ja, jetzt rollt er sich drauf. Jetzt rollt er sich eh ein. Jetzt kommt er. Bam! 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 Attacke! Ich will auch! Ich hab Stimberries. Nicht ins Wasser! Nicht ins Wasser! Nicht ins Wasser! Oh, Sabaloff ist tot. Ja, er ist auch gleich tot. Zwei sind tot. Alpha Raptor Level 13. Worth it. Worth. Wo ist er? Gelootet. Ich hab nicht mal die Meldung. Der ist ins Wasser wieder? Ah, der ist tot. Achso, ich hab nicht mal die Meldung bekommen. 21 Primate, ja 24 Primate. Nehme ich mal so hin. Ich hab nicht mal die Meldung bekommen, dass er tot war. Ich nehme die Primate mal so an mich. Du, da hinten ist ein Hai, der uns gehört. Ein Hai? Ja. Der uns gehört? Ja. Ich hab mal ein Hai gezähmt. Da hinten? Nein, es ist der Delfin, Mann. Ach, das bist du! Ja. Ich dachte schon. Krox, wie machen wir das jetzt mit dem Sachentransport von den zwei Toten? Ich meine, das Inventar von denen ist schon ein bisschen voll. Also ich stehe hier mit einem Trike, wie du willst. Ja, dann lad mal um. Ja, wieso ich? Ja. Ich muss erstmal. Ich bin hier mit dem Trike, das reicht schon. Was haben denn die wen gehabt? Ja, keine Ahnung, schau mal rein. Wir müssen erstmal aussortieren. Ja, keine Ahnung, die Rezepte nehme ich mit. Die Halt brauchen wir eigentlich eh nicht. Brauchen wir eigentlich eh alles mit. Ja, 6 Säbelzahntiger sind auch noch genug. Putz! Oh. Also wie gesagt, ich farm gerade Narcoberries ein bisschen. Hier geht's gerade ganz gut, weil hier ziemlich viele Pflanzen sind. Mir ist kalt. Ja, mir auch. Stell dich nicht so an. Zünd einen Furz an und dann passt die Sache.
Dann brennst du innerlich. Oh Gott, ja, der Alpha Raptor hat da schon mal ein Level, zwei Level, drei Level, vier Level, fünf Level gebracht an dem Säbelzahn. Oh, und ich war einfach mit meinem Track zu weit weg. Ja, er hat irgendwie nicht, er hat irgendwie nur dem, der es umgebracht hat, die XP gegeben. No. Weil die anderen haben alle fast keine XP und der eine hat einfach 5 Level gehabt, das kann ich mir sonst nicht sagen. Der was denn den letzten Kill, der hat den Kill geklaut. Kass! Aber der hat 870 Leben jetzt, voll der Tank. Und aber trotzdem 130% Move Speed und 300% Melee, ja. So, ich schmeiß jetzt erstmal hier Drop Tinderberries. Warte mal, wir machen mal hier Narcoberries raus. Wir könnten versuchen, irgendwas, was Flash braucht, zu zähmen, weil ich hab. Wieso ein hab ich einen Dinosaurierkopf als Helm? Warum nicht? Drop all, ja. Also, wie gesagt, ich hab jetzt hier nochmal 300 Narcoberries. Hätte ich jetzt auch mal wieder. Ja, hast du noch Narco-Pfeile gemacht? Na, eben nicht. Wir haben ja keine Narco mehr gehabt. Wir hatten ja, keinen. Da bin ich halt drüber, Elsa. Ich muss erstmal wieder heim. Ich muss auch erstmal heim. Sorry, ich bin so dumm. Bienenbacke, ich hab's doch gerade vorgezeigt. Pass auf, Bienenbacke. Wir machen das jetzt nochmal. So. Und zwar, muss ich mal kurz gucken. Oh, Natascha, übervorsichtig. So, hier ja, oben Anzeige. Gehst hier oben auf Anzeige im Steam. Was ist denn das? Ah, nee. Doch, Anzeige. Doch, Anzeige hier auf Server. Hast du gemacht? Server, klack. Auf Server hinzufügen. Server hinzufügen. Gibst hier da oben crocsstudios.dns.net ein. Kämpfst du da gerade gegen Gehst was? Gehst hier auf diese Adresse zu Favoriten nö, hinzufügen. Nicht. Und dann ist der Server hier. Und bin dann findest du ihn in Arc auf deinen Favoriten. Findest du den ich da? Ich hoffe nicht, dass der daherkommt. Er schwimmt davon, Schatz. Volle Energie Richtung Heimat. Soll es nicht 10-mal so schnell sein wie er. Ja, eben. Deswegen sag ich es ja. Alpha-Schildkröte! Ja! Übrigens, ich farm jetzt hier noch ein bisschen paar Berries. Ja. Also meine Meats, die ist zu Hause und der geht's gut. Ja, also da, aber da merkt man schon, der Alpha ist schon heftig. Zwei Säbelzahntiger hat's gekillt. Ja gut. Das waren wahrscheinlich genau die, die noch nicht auf Leben geskillt waren. Ja, ich... keine Ahnung. Aber der ist trotzdem schon ganz schön heftig. Ja. Treff jetzt mal anfangs gleich auf so einen. Da hast du keine Chance. Kämmer, ne? Ja. Gerade mal eine Eisenspitzhacke auf dem Level und dann einfach hat er alles zerstört. Das war die einzige Eisenspitzhacke, wenn ich kein Eisen mehr hatte. Mehr Eisen hatte ich nicht mehr. Ach ja, wir haben noch ein bisschen Tons of Prime Meat von dem Alpha Raptor. So, jetzt mache ich mal kurz F. Narcoberry. Ich zieh mal schnell die Narcoberries raus und nehmen wir hier schon die Azuberries, Maryberries. Narcoberries. Berryberries? Berryberries. Und nochmal Narcoberries. Drop all. Also, wenn wir jetzt hat. Jetzt haben wir echt fucking viel Narcoberries. 400, 500, 550 Narcoberries. Du könntest es mit Stego auch versuchen, welche zu farmen. Ist ja egal, ob ich jetzt einen Stego nehme oder Strike. Der Stego hat 200% Moves. Muss man dazu noch was sagen? Der ist trotzdem langsam wie Scheiße. Ja. Brennst du dort? Ich brenne? Das ist Sprinten. Das ist Sprinten. Oh mein Gott. Ja, Stegos sind langsam. Stegos sind wirklich langsam. Ja, nicht wenn sie dir hinterher rennen, da sind sie schneller. Dann sind sie schneller. Ist genauso, ey, ist echt so, auch wenn ein Raptor dir hinterher rennt, ist er schneller als wenn es runterspringt. Warum nicht? Nein. Warum nicht? Bin ich lebensmüde? Also ich werde jetzt noch heimgehen, ja? Die Nagel, das Narkotikum fertigstellen und dann machen wir Schluss für heute.
Dann mache ich Schluss für heute. The Bienenbucket joined the game. Aber shut down. ich hoffe es mal nicht. Voll traurig dann. Ja, ist dann echt traurig. Unten ist ein Dilo. Wenn ich Bienenbacke. Ich hab's jetzt ausgemacht, nächste Woche eine anderthalb Stunden Minecraft und dann anderthalb Stunden Ark. Kannst du den Server für uns ja noch anlassen und nur eine Pause machen und später warten? Nein. Doch. Nein. Doch. Du Ark-Süchtling. Ja, und? Wie nur, dass Ninko anfängt. Ja, Ninko fängt, ich glaube, ich fängt auch schon ein bisschen an. Ab und zu sehe ich auch mal bei ihm Ark. Du warst aber genauso am Anfang. Ah, du aber auch. Ja, wegen dir. Ja, wegen mir. Ja. Jetzt bin ich wieder schuld. Du hast halt die bist sowieso schuld. Die Männer sind eh immer schuld. Egal, ja. Was es ist. Ja. Dritte Weltkrieg ist ausgebrochen. Ich bin schuld. Ja. Nein, ihr Männer seid schuld. Nein, wenn's nach zwei meiner Ex-Freundinnen geht, bin ich schuld. Nur ich. Alleine. Niemand anderes. Ja, eh nur du. Nur ich. Niemand anderes so. Schuld. Ja, kann auch niemand anderes schuld sein. Und ich bin auch schuld, dass die Hölle zugefroren ist. Ja. Ja. Ja, ist halt so. Und nach meinen Ex-Freundinnen bin ich auch dran schuld, dass sie wieder entfacht ist. Viel schlimmer brennen als zuvor. Wenn man manchmal meine Ex-Freundinnen glaubt, was die alles über mich reden. Eigentlich sind es nur zwei. Die anderen mögen mich heute noch. So, zack. F. Ich hab Crystal Meth. 100, 200, 300, 400, 500, 550. Ich hab einen Rexbone Helmet Skin gekriegt. Woher hab ich denn den jetzt? Von dem Alpha Raptor. Den hab ich jetzt einfach mitbekommen? Ja, den bekommt man, wenn man Alpha sicher legt. Oder wenn du einen Rex tötest auch. Normale Rex. Das heißt, es kann sein, dass es vom Carnotaurus ist. Du schmeißt doch echt immer alles in die Kiste da rein. Ja, die Kisten sind doch einfach irgendwas. Meine Kisten. Lass mich. So, Drugs. So, jetzt machen wir da schon mal 40. Alter. Nochmal 20. Also, pro 100 Nugget Berries kannst du 20 herstellen. Okay. Echt wenig. Bienenbucky, du bist nicht dumm. Das ist. Ich muss auch erstmal rausfinden, wie es geht. Hier neben mir vibriert's. Alter! Steht hier gerade ein Kanu im Ding? Nein. Wer reitet hier rein? Mein Stego folgt mir. Ah! Hör auf! Der schlägt mich mit dem Schwanz! Böser Stego, sitz. So, warte mal, Trike. Dich reite ich jetzt mal kurz nach. Zu meinem anderen. Hinter. Ich hab ein Level up. Ich hab ein Level up. Yeah. Hier hinten wollte ich ja eigentlich auch so ein kleines Gehege bauen für meine Viecherler. Aber irgendwie habe ich das nicht gemacht. Wieso brauchst du keine Blatt von oben aufs Haus für die Fliegetiere? Ja, weil das Haus noch nicht fertig ist, weil ich das auch erst weiterbauen muss. Ach, ich bin auf deinem Schwanz, ich denke schon die ganze Zeit. Ich stehe auf meinem Schwanz und denke die ganze Zeit, hä, warum wackel ich die ganze Zeit hin und her? Also der Level 6er ist meiner, hast du gesagt. Welcher? Der rötliche. Von was? Luffy. Ach so. Ja, der niedrigere, ja. Habt ihr Bären? Ganz viele. Im Blau. Ich hab sie alle da hinten gedroppt, wo die ganzen Tiere spawnen, immer die gefährlichen. T-Rex und so. Was? Hab ich alle da rausgeschmissen. Da hinten, hier hinten, wo wir gerade waren und den Alpha gekillt haben, hab ich alle rausgeschmissen. Ich hatte ein paar tausend. Wo seid ihr denn? Ich stand gerade neben mir. Ey, Bienenbacke ist hier! Ich sehe gerade den Chat. Ey, Bienenbacke ist hier! Yeah. Bienenbacke hat's geschafft. So, wo wir sind, ich weiß gar nicht, wo ist er? West 3. Flieg mal hin. Ich hoffe, er ist West 3. Wir müssen den mal suchen gehen. Ja, ich fliege auf mit Pteranodon und schlepp ihn mit, wenn ich ihn finde. Ja. Überhaupt nicht, komisch dann.
Ich glaube, der kriegt Shuttle erstmal. Shuttle Service nennt man das. Shuttle Service, genau. Er ist angekommen und wird zum Hotel gebracht. Genau. So, ich schau mal, welche Engrams wir noch machen. Wo bist du denn gespawnt? Welche Engrams nehme ich denn? Fuck. West 3. Okay, bist du in der Nähe bei dem Eisgebiet? Weißt du was? Ich tue jetzt einfach meine Engrams von oben nach unten einfach mal auffüllen, da ich eh nicht weiß, was ich mache und für das meiste Zeug irgendeins von da oben sowieso brauche. So. Glaub nicht. Okay. Dann. Also ich würde mal sagen, am Spoiled Meat dürfte es aktuell nicht scheitern, dass wir hier so wenig, nicht viel craften können. Pass auf, ich fliege jetzt einfach mal in die andere Richtung, Jamer, und dann suche ich ihn mal. Ja, ich habe 80, oh 10. Ja, sie ist da ganz unten, also er ist da ganz unten. Ich war schon wo. Fliegst du? Da habe ich im Singleplayer das Problem gehabt. Weil ich wollte im Singleplayer jetzt auch dorthin, wo wir sind, einfach wegen der Ecke mit den Säbelzahntigern und allem. Mhm. Sag doch, das ist eine coole Ecke. Und ja, dort wo ich war, war eine einsame Insel, wo es weder T-Rex noch sonst irgendwas geben hat und ich habe ein Kano gehabt. Wow. Ja, das heißt, ich war unsterblich. Meiner Insel und weg können habe ich mit meinen Viechern nicht, weil ich nicht übers Meer schwimmen kann mit meinen Viechern. Ja. Ach, das ist die einsame Insel da ganz oben, oder? Nein, unten. Unten, wo dein Haus steht, gegenüber am anderen Ufer bin ich. Gegenüber vom, wo mein Haus vom Singleplayer stand? Vom Server. Ah, das ist aber nur eine Halbinsel, da müsste es doch einen Weg weggeben. Ja, es gibt einen Weg weg, aber der ist verdammt weit weg von dort, wo ich bin, und da muss ich durchs Gestrüpp gehen mit den ganzen Dinos. Dann musst du das Gestrüpp abbauen. Ja, darauf habe ich keine Lust. Ich war einfach neu angefangen. Einfach neu angefangen. So, ich mach jetzt nicht. Auf jeden Fall das Narkotikum noch fertig. Dann werden wir heute für den Stream beenden, würde ich mal sagen. Mit Beacon. Ja. So, ey, es sind immer noch 45 Narkotikum. Dort bin ich. Dann ist er an der anderen Seite gespawnt, oder? Warum hab ich denn schon wieder so viel fucking Leder? Es ist echt scheiße, dass es gerade neblig ist. Das regt gerade auf. Ja, mich regt's gerade auf, dass ich schon wieder einfach so fucking viel Leder hab. Ey, wir haben sogar hier nochmal Kohle rumliegen. Ja, das Eisen ist halt einfach immer noch nicht fett. Ja. Welches Essen? Ah, sie hat Essen im Auto vergessen. Und nochmal Gunpowder hinterher. Ich hoffe, das geht ein wenig schneller. Ich bin hier oben, ich komme nicht runter. Ich komme. War wo oben? Ich flieg euch mal suchen, wo ihr gerade seid. Oh, hab gefunden. Was gefunden? Gefindet? Ja. 80, 10, ach da unten. So weit weg. Hab ich.
Komm zurück. Buckel. Ich fliege! Buckel. wow. Mein Spiel ist gecrashed. Wenn ich jetzt sterb, wow. Ich hoffe, Bienenbacke geht's gut. Oh je. Da unten ist ein Hai direkt am Strand. Naja, wenn er sich gleich beschwert, wissen was. Hatte ich noch nie, dass mein Spiel crasht. Ich hab schon wieder ein Level abbekommen. Bei mir ging es jetzt auch ratzfatz. Oh Gott, da fehlt mir noch richtig viel. Ich bin ja, tot. Ja, ich hab ihn... Lol, warum? Ja, vielleicht, weil dein Spiel gecrashed ist, wirst du bewusstlos. Alter, wenn du... Hoffentlich bist du jetzt nicht tot. Weil dann reitest du das nicht mehr. Das wäre echt bitter, ja. Ja, und dann sind wir beide tot. Ich und Bienenbacke. Weil der hing gerade im Schlepptau. Also ich werde jetzt mal kurz da landen, ich kann ja mal kurz noch... Fallschaden. Stark. Ja, willst du auch tot sein? Bin ich tot? Weiß nicht, ich bin noch nicht unten. Ich weiß auch gar nicht, wo ihr wart. Unten bei diesem Obelisken. Ziemlich unter dem Obelisken. Okay, ich flieg mal hin. Bin gleich dort. Ja, weil dann bist du bewusstlos und steigst automatisch ab. Ja. Also ich bin jetzt ganz genau unter dem Obelisken. Ja, und dort von der Klippe Richtung Ufer ein Stück. Und dann ist mein Spiel schon gecrashed. Was gibt's eigentlich bei dem Obelisken da unten drin? Nein, da ist da vorne so eine Plattform. Oben. Wo er gesagt hat, der kommt nicht runter. Ja. Ich glaube, mein Ark will heute gar nicht mehr. Ich sehe aber auch nirgends was. Da ist eine Plattform, wo er gesagt hat, er kommt nicht runter. Direkt bei dem Obelisken die Plattform, oder was? Moment, ich bin gerade am Joinen wieder. Gleich kann ich dir sagen, ob ich tot bin oder nicht. Einen Moment, bitte. Wenn sie wieder abstürzt. Hat Bienenbacke eigentlich was geschrieben danach? Fallschaden. Fallschaden und tot. Achso, Marvin, hä, er ist noch auf dem Strand. Your Marvin, bei einem. Marvin ist tot. Ja, da ist. Bei dem Ding ist ein Kroko. Kroko? Kroko. Kroko. Summon Broadmother. Nein, würde ich nicht machen. Kannst du auch noch nicht. Ja. Musstest du alle Artefakte holen. Das heißt, wir müssen alle Höhlen machen. Juhu. Ja. Ja, und es gibt coole Höhlen mit Lava Jump'n'Run Action. Ja. Also was für dich? Ich hab's selber nicht. Vor allem, aus der Lava kriegst du deine Items nicht mehr zurück. Also ich weiß aber nicht, wo ihr sitzt. Ach, bei dem Beacon da vorne, oder was? Bei dem fetten Obelisken. Ja, da war ich ja. Kurz davor in die Richtung. Wie hieß dein Flugviech? Hieß dein Flugviech Marvin? Mann. Ich hab grad die Meldung gekriegt, Marvin wurde getötet. Das war vielleicht Bienenbacke? Ich hab dein Flugviech. Ja, und irgendwo drunter sollte ich sein. Nein. Marvin war auch nicht Bienenbacke. Stimmt, weil er heißt ja Bienenbacke. Wer war Marvin? Marvin. Wer war Marvin? Ah,
einer von den Dilos. Oh, ja, das ist möglich. Also du bist tot. Ich? Du bist tot, hundertprozentig. Ja, dann nimm meine Sachen. Mein Pteranodon. Rette sie. Echt scheiße gerade gewesen, dass mein Spiel abgestürzt ist. War gerade echt nicht so gut. Deine, ich habe keine Sachen, wo deine Sachen sind, gell? Weil dein Pteranodon war woanders als deine Sachen, gell? Wie lange halten die Sachen circa? Eine halbe Stunde oder sowas. Okay. Hoffen wir, dass ich es nochmal krieg, sonst wäre es echt bitter. Pass auf, ich fliege jetzt dann ganz schnell heim. Ja, ich brauche aus irgendeinem Grund so lang zum Joinen. Keine Ahnung. Ist dein Internet vielleicht weg oder sowas? Dass das Spiel deswegen gecrashed ist? Na, pass Telekom gekündigt. Pass auf, ich fliege jetzt auf jeden Fall mal in Geschwindigkeit nach Hause. Mit Flugficht hinten dran. Und ich werde jetzt auf jeden Fall gleich mal den Stream beenden, sobald ich daheim angekommen bin. Oh, lass den Server noch nicht aus. Mach den Server, aber lass den Server aber an. Weil ich ein netter Mensch bin. Wie lang halt, ne? Ja, so 5 Minuten, dafür hat er schon noch Zeit. Ja, ich komme nicht einmal drauf auf den Server dabei. Ja gut, aber wenn ich den Server stoppe und später wieder starte, sind die Sachen noch da. So, ich gehe schnell mal runter. Okay. Was für Essen eigentlich? Wir essen? Hä? Nee, sie bringt ihr Essen mit. Glaube ich gerade. Gleich läuft sie vorbei. Achtung. Ich habe nicht jetzt auch gerade Hunger gekriegt. Ich schwafel die ganze Zeit hier von Essen. Bienenbacke, Strand, wo? Wo Strand? Ach, du hast den Stream bestimmt aus. Du schaust nicht weiter. Wie macht man den Chat auf? Darf ich jetzt bitte endlich drin sein? Was holst du dir zum Essen? Das was? Hilfe, ich bin am Obelisken. Ah, okay. Wie mache ich einen Chat auf? Enter. Bei jedem Spiel. Naja, nicht unbedingt. Wie oft lade ich Primal Game Data noch runter? Und wie nehme ich ihn dann mit? Rechtsklick. Okay, jetzt holen wir noch Bienenbug. Also ich mache jetzt den Stream. Warte, Bienenbug, ihr müsst doch wissen, wo wir abgestürzt sind. Vielleicht wegen den Sachen. Ja. Dass ihr guckt. Abgestürzt. Seid. Ich hab abgestürzt falsch geschrieben, aber der wird schon wissen, was ich meine. Ich hab's geschrieben abgestürzt. Bin ich jetzt blöd jetzt? Wo ist dein Pteranodon? Nein. Hat es mich mittendrin verloren oder was? Na, auf jeden Fall, Jungs, Mädels, ich mache jetzt den Streamer mal Schluss. Ich hole noch Bienenbacke zu uns und dann, sehen wir uns nächstes Wochenende.